Das Projekt Familiendutze unterstützt Familien, deren Kind an Krebs erkrankt ist. Eine Krebserkrankung im Kindesalter stellt für die gesamte Familie eine unglaublich große Belastung dar. Paul Mensdorf-Pouillet und seine Frau haben das mit ihrer ältesten Tochter Mimi erlebt. Zusammen mit dem psychosozialen Leiter des St. Anna Kinderspitals, Dr. Reinhard Dopf, haben sie das Projekt Familienlotse initiiert. Familienlotsen sind klinische Psychologinnen, die Familien direkt zu Hause unterstützen. Die psychosoziale Versorgung an den Kliniken ist etabliert, aber oft fühlen sich die Familien, wenn sie zu Hause sind, während der Erkrankung ihres Kindes sehr alleingelassen und brauchen Unterstützung. Jetzt gibt es Familienlotsinnen, die diese Familien direkt zu Hause besuchen und dort unterstützen, wo sie es gerade brauchen. 2014 konnte das Projekt im St. Anna Kinderspital gestartet werden. Ein Jahr später wurde es auf der Universitätsklinik AKH Wien umgesetzt. Unser Wunsch für die Zukunft ist es, es auch auf weitere pädiatrisch-onkologische Zentren ausweiten zu können. Die große soziale und kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt der Patienten und Patientinnen in unseren Krankenhäusern und Arztpraxen stellt eine große Herausforderung für das Gesundheitspersonal dar. Deshalb haben wir, meine Kollegin Dr. Aka Jakalajci und ich, einen neuen Universitätslehrgang für transkulturelle Medizin und Diversity Care konzipiert. Wir haben vor einem Jahr mit 19 Teilnehmern und Teilnehmerinnen gestartet. Unsere Teilnehmer sind zwischen 25 und 70 Jahre alt, kommen aus verschiedenen Ländern, vom Sudan über Jordanien bis Vorarlberg. Der rege Austausch an Erfahrungen in der Gruppe selbst ist spannend und natürlich auch ein großer Gewinn für die Teilnehmer. Transkulturelle Medizin ist ja das Aufzeigen von interkulturellen Unterschieden, zum Beispiel hinsichtlich Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen. Es geht uns aber auch darum, Gemeinsamkeiten zu finden, zum Beispiel bei Bedürfnissen von Patienten und deren Angehörigen. Die Absolventen unseres Lehrgangs werden später als Multiplikatorinnen ihr Wissen weitergeben, als Expertinnen und Experten für interkulturelle Medizin wesentlich dazu beitragen, um allen Menschen in unserem Lande eine gleich hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. Das Projekt IGOR steht für Integrationsarbeit und Gesundheitsförderung im öffentlichen Raum. Wir sind eine Initiative, die am Gelände vom Geriatriezentrum am Wienerwald, jetzt Krankenhaus Hietzing, beheimatet ist. Dort ist seit einem Jahr eine Flüchtlingseinrichtung mit etwa 800 Flüchtlingen. Wir bieten von Anfang an Unterstützung in medizinischer Hinsicht, in psychotherapeutischer Hinsicht, in der nachbarschaftlichen Unterstützung mit den Hietzingern und mit den Einrichtungen, die in der im Umkreis sind. Mit unserer freiwilligen Arbeit unterstützen wir die Betreiber der Flüchtlingseinrichtungen, das ist der FSW und der Arbeiter-Samariter-Bund. Wir hoffen, dass wir Gesundheitsförderung und soziales Wohlbefinden auch hier auf dem Gelände halten können und verstärken können. Die Umgebung ist auf jeden Fall ideal dafür geeignet. Ich denke, in diesem Projekt ist es uns gut gelungen, einen Ort und eine Umgebung und eine Atmosphäre zu schaffen, wo man Leute unterstützen kann, wo Hoffnung wächst und wo man sich auch engagieren kann und mitgestalten kann und sich mitfreuen kann.